Heute zeige ich euch eine Filterwartung an einer SATA Filter 584 Filtereinheit, dreistufig mit Aktivkohlefilter, geeignet für den Einsatz von wasserbasierten Lacksystemen oder auch in Kombination mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutz. Ja, ich habe hier die drei Filterstufen. Ich beginne mal mit der letzten, mit der Aktivkohlefilterstufe. Ihr seht, es ist nur noch eine Viertelumdrehung. Die Filterpatrone sitzt nur noch drin, es gibt kein Gewinde mehr. Ich nehme die raus, ersetze die durch eine neue. Die neue schmeiße ich rein, setze an und jetzt hört man gleich ein lautes Klacken. Das bedeutet, die Filterpatrone sitzt satt drin, es ist sicher und ist verschlossen. Das gleiche mit der zweiten Filterstufe. Auch die kann ich mit einer Viertelumdrehung herausnehmen. Nehme die Patrone raus, wichtig auf die Farbe achten. Blau ist immer ein Feinfilter. Dann wird die neue eben genommen, eingesetzt, hier wieder angesetzt und auch hier hört man das laute Klacken. Bei der ersten Stufe, da ist ein Wechsel nicht unbedingt erforderlich. Ich kann auch den Sinterfilter austauschen und bzw. reinigen. Also einmal lösen wir hier diese Kunststoffschraube, die bitte nicht entsorgen. Dann kommt der Sinterfilter heraus. Den kann ich reinigen, einfach, dass er frei von Fetten und Rückständen ist. Das Ganze dann trockenblasen, von innen nach außen. Und dann wird eben der neue Sinterfilter eingesetzt. Das Ganze wird zugeschraubt, hier reingelegt. Und dann kann man hier wieder einmal ansetzen und fertig. Wichtig noch, den Filtertimer austauschen. Den kann ich einfach herausziehen. Nehme meinen neuen Filtertimer, der mit jeder Filterpatrone kommt. Und wichtig, aktivieren. Einmal fest draufdrücken und dann sieht man, nach wenigen Sekunden wird eine rote Linie angezeigt. Das heißt, die Aktivierung ist erfolgt. Viel Spaß damit.